Folge Arc Storyline. Ich bin gerade mit dem Argentavis unterwegs auf die andere Seite in Rockwells Garten, denn ich brauche Pilzholz. Und Pilzholz brauche ich, weil ich mir gerne diese Fischbaskets bauen möchte. Also die Reusen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht gibt es auch hier auf der Seite irgendwo die Möglichkeit, an Pilzholz zu kommen. Mal abgesehen vielleicht von Loots oder so. Aber auf der anderen Seite, da ist das alles so verpilzt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man da aus so ziemlich jeder Pflanze Pilzholz bekommt. Und ich hatte schon mal nachgeguckt, also wenn wir nur Fische nehmen, die 1,5 schwer sind oder groß sind, oder größer, dann brauchen wir um die 10 Fische. Also mit 1,5 braucht man 10 Fische. Das heißt, wir brauchen mindestens 10 Fischkörbe. Ich würde aber mal irgendwie lieber sowas wie 15 machen, weil nichts ist blöder, als wenn man dann mitten dabei ist, die zu zähmen, dann stellt man fest, oh, hätte ich doch mal ein oder zwei Fische mehr gehabt. Ja, und deswegen funktioniert es dann vielleicht nicht. Das heißt, wir werden heute mal Vorbereitung treffen, um uns eventuell in der nächsten Folge eine Shadow Mane zu zähmen. Wie gesagt, wir müssen erstmal die Reusen herstellen. Dafür brauchen wir Fasern, Stroh und eben Pilzholz. Und ja, dann möchte ich gerne 15 Reusen haben und dann müssen wir uns hier mal durch die Seen oder besser noch durch die Flüsse, weil die sind nicht so tief, da kommen die Fische nicht so schnell weg, begeben und da Fische fangen. Und zwar, wie gesagt, am besten 1,5 oder größer. Ich befürchte, dass es ganz schön lange dauern wird. Ich denke, ich werde in der Zwischenzeit die Fische, die in den Reusen sind, also die ich schon gefangen und damit dann auch gezähmt habe, die werde ich erstmal in irgendeine Art von Gewässer aussetzen, indem sie nicht angegriffen werden. Also entweder hier bei mir im See, ich sperre irgendwie einen Bereich ab und setze sie dann da rein oder so. Ja, genau, weil in den Fischreusen halten die halt nicht so besonders lange. Ich habe zwar gehört, man kann wohl immer wieder mit dem Fischreusen, mit den Fischen drin im Inventar, einfach ins Wasser steigen und dann fängt die Zeit wieder von vorne an zu laufen. Also es geht sozusagen nur so lange, die können eine Dreiviertelstunde oder sowas trocken liegen. Länger nicht. Und wenn man immer mal wieder zwischendrin ins Wasser geht, dann soll sich die Zeit wohl wieder resetten. Das habe ich aber noch nie ausprobiert oder noch nie wirklich getestet. Also ja, deswegen sicherheitshalber bringen wir die Fische mal lieber dann in irgendein Gehege im Wasser. So, wir sind angekommen. Da drüben, oh, ist das eine fleischfressende? Ja, das sind natürlich fleischfressende Pflanzen, das war ja klar. Die haben auch so einen gewissen Radius, in dem die einen halt grappen können. So, wollen wir doch mal sehen. Kriegen wir hier Pilzholz. Oh, der hat normales Holz, das ist dumm. Und du auch normales Holz und du auch. Ah, aber Harz. Harz ist natürlich nicht schlecht. Ne, okay, dann müssen wir eben zu welchen, die ein bisschen mehr nach Pilz aussehen. Oder kann man hier irgendwie was... Ne, das sind Fasern. Diese komischen Gnöbbelchen hier. Aha, okay, hier vielleicht. Jawohl. So, 60 brauche ich für eine Reuse. Wir können die ja auch einfach direkt mal herstellen. Fisch. Okay, wir brauchen mehr Fasern. Das kriegen wir aber hin. Ah, naja, okay, jetzt bin ich gerade so voll, dass ich es wahrscheinlich nicht hinkriege. Moment, die hier brauchen wir sowieso nicht. Ich brauche jetzt kein normales Holz. So. 1, 2, 3, habe ich das richtig gehört? So, ich denke, ich baue das einfach direkt gleich hier drüben irgendwie hin. Vielleicht da, wo nicht so viele Wasserrosen sind, sonst sehe ich nichts. Hallo, Dimitrodon. Haben wir irgendwo mal ein Stückchen flacheren Boden? Ich wollte nämlich mit Foundations das Ganze machen. So, gucken wir doch mal. Also. Vielleicht hier so. Zack. Muss ja nicht sehr tief sein. Schon. Okay. Dann bauen wir hier drüben die Tür rein. Schwupp. Und in den Rest die Wände.
Immerhin ist es so tief, dass ich hier nicht stehen kann. So. Okay. Gut, ich würde sagen, das sollte eigentlich reichen. Wenn ich mir das so angucke, da kriegt man auf jeden Fall so einiges an Fisch unter. Und vielleicht nehme ich doch den Argentavis mit, damit ich mich zur Not vernünftig verteidigen kann. Lass das einfach von Tieren machen. Mache ich jetzt sowieso immer am liebsten, anstatt selber zu kämpfen und Munition zu verschwenden. Boing. So, Astrodelphus wird immer noch nachgezüchtet. Das Beste, was ich bisher habe, ist der 236. Ich hatte ja gesagt, es müsste eigentlich ein 245er sein. Aber der ist jetzt auf jeden Fall schon mal besser als die Eltern. Und ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja nochmal einen 245er raus. Ansonsten müsste man mal sehen, dass man halt nochmal die Werte vergleicht, ob man den da drüben gegen einen der beiden Eltern austauschen kann. Und dann stimmen vielleicht schon ein paar Werte mehr, weil er irgendwie, ja, was weiß ich, da fehlt nur noch ein oder zwei Werte von ihr oder sowas. Naja. Egal, darum soll es ja heute nicht gehen. Wir nehmen halt unseren Argentavis und ja, natürlich können wir hier auch in den großen Seen nach Fischen suchen, aber die kommen hier halt wirklich sehr gut weg. Es ist also schon besser und man sucht sich sowas wie einen Fluss, der halt sowohl in der Breite relativ begrenzt ist, als auch in der Tiefe. Und naja, man kann mal in so einer kleinen Bucht gucken, aber je mehr Bewegungsfreiheit die Fische haben, desto eher entkommen die halt eurer Reuse. Und gerade die Lachse, die sind so ein bisschen ängstlich. Ich muss allerdings hier mal meinen Scanner, meinen Visierscanner umschalten. Wie war das? Lange auf R drücken, genau. Zack. Jetzt müsste ich nämlich erkennen können, ob hier Freunde oder Feinde drin sind. Und hier ist halt nur ein Piranha, dann nützt uns sowieso schon mal gar nichts. Da hinten ist noch ein Piranha, nö. Wir brauchen Koel oder Lachs. Ja, Piranhas gibt es, glaube ich, einfach nicht in der Größe. Also Piranhas ist auf jeden Fall die schlechteste Wahl, die man treffen kann. Bei Dododex habe ich jetzt... Hier sieht man zum Beispiel die Koels. Ne? Je größer, desto besser. Ja, bei Dododex habe ich jetzt nichts gefunden, das irgendwo stehen würde, dass Lachse grundsätzlich besser funktionieren als Koel. An sich, Lachse können ja auch schon mal Primefish oder sowas haben, aber darüber habe ich jetzt nichts gefunden, dass die da besser sein sollen. Hier sind alle relativ klein und müssen schon nach so richtig dicken Dingern Ausschau halten. Das ist ein Piranha. Ja, es gibt ja so wirklich gigantisch große Teile. Ne? Sie können ja auch über zwei in der Größe oder besser gesagt im Gewicht sein. Und da müssen wir halt einfach jetzt ein bisschen rumsuchen. Das kann halt wirklich eine ganze Weile dauern, also vermutlich mehrere Stunden, ehe wir da 10 Fische mit über 1,5 zusammengesammelt haben. Okay, ich habe einen gefunden, der da ist 2, irgendwas. Ich musste jetzt nur gerade echt viele Hesperornis hier erstmal wegmachen, weil die mir nämlich sukzessive einen Fisch nach dem anderen gekillt haben, was natürlich nicht so cool ist. Und jetzt sind natürlich die los hier, die gerade eben noch nicht hier waren. Es ist ein bisschen nervig. Komm, die müssen dann. Das muss nicht sein jetzt hier. So. Okay. Diesen Ultra-Fettfisch, den will ich gerne haben. Wir legen uns unsere Reusen mal hier irgendwo hin. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten, hinter diesem Stein ist er. Genau, 2, irgendwas. Und wir müssen drücken, sobald der Text da... Jetzt. Wir haben aber irgendeinen anderen gekriegt. Oh, Mau. Blöder Vogel. Geh mal woanders hin. Das nervt hier voll. Lande du hier. Lande du hier. Lande du hier. Danke. Und nicht folgen. Okay, ich glaube, es war der falsche. Nummer 3. Oder? Oder? Ne, der ist ja schon tot. 1,3. Ich guck mal ganz kurz. Ja, 0,9. Das ist nicht der richtige. Den brauche ich nicht. Ich glaube, der, den ich haben will, der hat sich gerade getötet. 1,3. Der hier war das, ne? Ja, da, 2,1.
Ja, so läuft das dann halt, ne? Also ihr findet ja endlich einen, dann bringen die sich lieber selber um, anstatt dass sie irgendwie sich fangen lassen. Jetzt haben wir hier zwei Hesperornis, einen Dimetrodon, zwei Dilos getötet, damit wir endlich hier freie Bahn haben und dann das. Also gleich wieder weiter und weiter suchen. So, ich hoffe, es klappt jetzt mal. Also einen habe ich schon. Was heißt schon? Viel ist es ja nicht gerade. So, jetzt haben wir gerade einen Rex getötet und Kompis. Genau. Es klappt natürlich nicht. Warum auch? Oh nee, das nervt so. Das nervt so, nervt so, nervt so. Ja, da komm doch. Feiges Stück. Kommt der, haut ja auch einfach gleich wieder ab, ne? So, ich hatte doch hier eine Reuse hingesetzt. Warum ist 1,8? Ja. Ich will, dass der die Reuse aus der Hand nimmt. Das kann doch nicht so schwer sein. So, na also, 1,8. Ich habe auch schon einen 1,5er. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt schon mal zwei. Und dann haben wir den, den wir nicht brauchen. Ne? Jetzt haben wir hier den. 0,9, den brauche ich nicht. 1,8, den brauche ich. 1,5, den brauche ich. Und ich war gerade im Wasser. Wie ihr seht, es gibt trotzdem welche mit so einem abgelaufenen oder halb abgelaufenen Balken. Funktioniert also nicht mit. Geh einfach wieder ins Wasser, dann resettet sich der Cooldown. Nö, stimmt nicht. Wir bringen die ersten beiden jetzt schon mal. Oh, da ist ein Otter. Hier ins Dings da, da Dings da Bums da. Und ja, besser gesagt alle drei, weil ich meine, den einen den bräuchte ich zwar überhaupt nicht, aber egal. So. Hä? Shadow Mane is already eating? Ich habe hier überhaupt gar keine Shadow Mane. Was ist denn das für ein komischer Text? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Egal. So, Freunde. Fischfreunde, ihr kleinen Fischfreunde. Wir haben auf jeden Fall zwei von der Art, die ich brauche. Einen, den ich nicht so sehr brauche. Und wir machen uns direkt weiter auf dem Weg. Wie gesagt, wir brauchen mindestens 10. Das vorausgesetzt, wir finden natürlich eine 150er Shadow Mane. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Wenn wir jetzt erstmal nur eine 140er finden, braucht die ja vielleicht einen Fisch weniger oder so. Mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau. Okay, ich habe da, glaube ich, wieder einen erspäht. Der sieht sehr groß aus. Wollen wir doch mal gucken. Was bist du für einer? Oder? Ja, wohl, so groß sieht er gar nicht aus. So, zwei, drei. Das ist doch cool. Den nehmen wir mit. Ich habe inzwischen sogar einen Lachs, der ist auch 2,1 oder irgendwie sowas gewesen. Und nochmal einen 1,8er. Ah, da oben ist übrigens Honig. Ich hatte auch erst überlegt, ob man zum Beispiel gerade die Lachse mit Honig irgendwie besser in die Reuse locken kann. Weil wenn man einem Lachs zu nahe kommt, dann haut der ab. Ja, die kriegen dann irgendwie Angst und hauen ab. Ja, die Koels, die bleiben halt ruhig. Die sind eigentlich mit am einfachsten zu zähmen oder in die Reuse zu packen. Und ja, die Piranhas, die greifen halt an. Da kann man natürlich eine Weile tanken in der Nähe seiner Reuse, bis man einen hat. Aber wie gesagt, die gibt es halt nicht in der entsprechenden Größe. Also man kann natürlich auch kleinere Fische als 1,5er nehmen. Aber je größer der Fisch, den ihr nehmt, desto besser geht es. Ihr müsst aber mindestens welche mit der Größe 0,5 nehmen. Kleiner nicht, falls es überhaupt kleinere gibt. Weiß ich gar nicht so genau. Aber kleiner dürfen die nicht sein. Und ja, da ist schon wieder Hesperornis. Ich habe auch den Eindruck, die picken sich mit Vorliebe die größten der Fische daraus. Also, ehe ich hier die Piranhas oder Hesperornis getötet habe, sind meistens die Fische, die ich haben will, schon gar nicht mehr da. Das ist immer ein bisschen frustrierend. So, es fehlt mir jetzt nur noch ein einziger Fisch. Und da drüben liegt ein gigantisch großer Lachs. Den nehme ich natürlich ganz gerne. Dafür muss ich erstmal die Kompis hier ausschalten. Einer ist es noch. So, da kannst du hier auch mal was zu essen holen. Okay, ich war noch mal drüben, habe noch mal ein paar mehr Reusen gemacht. Ne, 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 jetzt bewegt er sich. So, bei Lachs ist immer ein bisschen schwierig, weil die ja Angst haben. Muss man sehr vorsichtig mit dem Rand. Ja, das ist gut. Warten kurz einen Augenblick. Shit, jetzt hat er sich erschreckt. Zu spät.
Gerne in irgendeine Ecke schwimmen, genau. Hauptsache, er kann sich nicht so richtig mehr vom Fleck bewegen. Und zählt die? Zählt die überhaupt irgendwas? Ist auch wieder toll. Kommt man nicht mehr ran an die eigene Reuse. Ja, Lachse sind echt schwer. Die sind echt schwer. Wieder. Mann, die sind solche Schisser. Also wenn man die angreift, dann kommen sie ja immer gleich alle, werden aggro. Aber wenn man einfach nur gar nichts macht, dann haben die so eine Angst. Es ist hier einfach immer noch nicht flach genug sozusagen. Ne? Der bewegt sich halt einfach noch zu viel. Ja, das reicht nicht, zu weit weg. Ja, und jetzt schwimmt er wieder weg. Wäre aber nah genug dran gewesen wahrscheinlich. Das ist echt immer so ärgerlich. Bleibt da einfach mal stehen. Schreckt er sich wieder und schwimmt natürlich logischerweise in die falsche Richtung davon. Immer in die falsche Richtung. Immer, immer in die falsche. Meine Herren. Reicht nicht. Und da er sich erschreckt. Jetzt. Ja, wir haben ihn. Juhu. Okay, schnell zurück zu unserem RG. Und ja, wir haben jetzt insgesamt 10 Fische mit 1,5 im Gewicht oder mehr. Wir haben sogar mindestens die Hälfte mit 2,0 oder mehr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich gar nicht 10 brauchen. Weiß ich jetzt aber nicht so genau. Ich bringe die jetzt auf jeden Fall noch in mein Fischbecken. Und dann müssen wir uns erstmal eine Shadow Main aussuchen, bevor wir die dann alle wieder einfangen. Na, da muss ich halt vorher wissen, wo die ist. Dann tüten wir hier die ganzen Tiere wieder ein. Wäre natürlich an sich gut, ich würde die Shadow Main vorher einsperren. Ich bin mir da halt immer nur nicht so sicher, ob die dann da auch bleiben oder ob die dann eventuell despawnen, wenn die erstmal aggro gewesen sind. Weiß ich halt nicht so genau. Deswegen schmeißen wir den Fisch jetzt noch ins Wasser und ich gucke mir vielleicht schon mal eine Shadow Main aus. So, ich bin jetzt wieder in Rockwells Garten unterwegs und gucke mir hier die ganzen Shadow Mains an. Also selten sind die jetzt nicht, ne? Da ist einer, da drüben sind sogar gleich drei. Bisher war das beste Level, was ich gesehen hatte, 135. Das sind leider genau 5 Level weniger, als ich mindestens haben will, ne? 140, 45 und 150. Das sind die Level, die ich haben möchte bei einem Tier, was ich ja auch wirklich benutzen möchte. Und ich weiß schon, dass die sehr, sehr gut sein sollen. Und wenn ich mir jetzt schon den Aufwand mit den Fischen gemacht habe, dann möchte ich ehrlich gesagt natürlich auch gerne möglichst gute Shadow Mains haben, damit ich die dann nochmal nachzüchten kann und die dann nochmal ein bisschen besser werden und so weiter. Was ist das denn hier? Ach, die Pflanze, okay, sah gerade so seltsam aus. Ich bin jetzt schon zweimal geblitzt worden von denen. Die bemerken einen schon auf irrsinnig hohe Distanz, also wirklich sehr, sehr hoch. Und da sieht man sofort, die gehen so in Angriffsmodus und werden dann aber unsichtbar. Da weiß man gleich, okay, die haben einen entdeckt. Und dann sollte man sich mal tunlichst davon machen. So, was ist das da unten? Nix, was ich brauche. So, mit C ging das? Nee, mit C ging das nicht hoch. Ging das runter. Ja, also 140, 45 und 50, das sind die, die ich halt haben möchte. Und wir brauchen natürlich irgendwann mal zwei. Ein Männchen und ein Weibchen, das ist ganz klar. Jetzt wäre ich ja schon mal glücklich, wenn ich eins von all denen hätte und in einem richtig guten Level. Ja, und dann muss ich mich halt irgendwann nochmal auf die Fischjagd begeben. Ja, das ist relativ zeitaufwendig, aber es geht schon. Also man kann das schon schaffen. Das gibt's ja nicht. Es gibt Managama hier. Da drüben krabbelt einer. Ich hatte nämlich hier drüben in dem Stein irgendwas gesehen, was aussah wie Managama-Flügel, abgesehen davon, dass da auch Bloodstalker sind. Dachte, hä, nee, da muss ich mich irgendwie verguckt haben. Aber nein, hier drüben im Wald läuft ein Managama. Das gibt's ja wohl nicht. Und noch mehr Bloodstalker. Krass. Das wusste ich nicht, dass es die hier auch gibt. Da seht ihr ihn da unten, ne?
Der Wahnsinn, da läuft noch einer am Wasser. Krass. Nicht schlecht. Ja, hier ist Managama Valley offenbar. Wir sind ganz unten rechts in der Ecke. Extrem. Krass, ey. Okay, männliche Shadowman 145. Das wird aber werden. Wir sind hier immer noch ganz in der Nähe von der Gegend mit den Managamern und den Bloodstalkern. Ich muss mir das selber mal auf der Map angucken, damit ich es auch wiederfinde. Also wir sind bei 6010, könnte man sagen, ja, in diesem Flussdelta da unten. Das könnte ich mir vorstellen, dass er das wird. Männchen hätte ich sowieso ganz gerne für den Anfang. Die sind einfach ein bisschen schöner, um ehrlich zu sein. Und ich fliege jetzt aber erstmal wieder zurück in meine Region. Oh Gott, ich bin ganz am anderen Ende. Na gut, wir können ja hier das hier anmachen. Und sind dann schon deutlich schneller unterwegs. Wir sind doch, genau, wir sind genau am falschen Ende, ja. Deswegen habe ich eigentlich den Astro Delphus überhaupt mitgenommen, weil ich dachte, ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Aber letzten Endes, wenn man nicht schnell mit dem fliegt, also nicht mit den Flügeln fliegt, mit dem Jet, dann ist er ja deutlich langsamer als der Argentavis. Gut, alles klar. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die Fische gesammelt und eingetopft bei mir. Wir haben uns jetzt eine Shadowman rausgesucht. Ich werde. Ja, wie machen wir das am besten? Also, ich brauche irgendwie vielleicht einen Käfig. Wäre vielleicht nicht schlecht, dass man den einen einsperren kann. Die sind ja häufig zu zweit unterwegs. Diese beiden waren jetzt auch zu zweit. Das heißt, erstmal beide mit einer. Na, wie heißt das? Eine Netzfalle einfangen und entweder den einen schnell töten. Ich glaube, der hat jetzt, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ich glaube 60 oder so, also schon erheblich niedriger im Level. Und den anderen dann einbauen. Es ist halt die Frage, was ist besser? Erstmal den einen einbauen und danach vielleicht nochmal mit dem Netzgerät einfangen und dann den anderen erschießen. Vielleicht. Müssen wir dann eben mal gucken, wie wir das machen. So, und dann muss man halt warten. Also man kann die nur tagsüber so richtig gut zähmen. Man muss dann halt warten, dass die sich hinlegen, sich einkringeln, dann kann man sich ranschleichen, dann kann man dem Futter zustecken, eben so ein Fisch in der Reuse. Und dann muss man aber ganz schnell wieder da wegschleichen erstmal. Sonst kriegen die einen Spitz, denn die wachen dann auf. Normalerweise laufen sie dann ein bisschen rum und werden dann, also unsichtbar übrigens, ja, die machen sich dann unsichtbar, wachen auf, machen sich unsichtbar, laufen rum, werden wieder sichtbar, legen sich wieder hin und dann kann man sie wieder füttern. Und wenn man sie nicht bei jedem Mal mit dem Füttern erwischt, ist es gar nicht so schlimm. Da geht die Effektivität wohl nicht runter. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn sie auf einmal aggro auf einen werden. Meistens ist es ja so, dass die Tiere nur dann die Effektivität oder überhaupt Zähmleiste verlieren, wenn sie selber Schaden bekommen. Weiß ich jetzt aber nicht so genau. Aber gut, wir wissen also, bei 60 und 10 befindet sich ein Männchen, Level 145. Und ja, dann brauchen wir also noch so ein Netzschussgerät. Also die Harpune, die haben wir ja schon. Wir brauchen halt noch Netze. Davon habe ich, glaube ich, noch ein paar, aber vielleicht nicht genug, weiß ich nicht. Ich würde mal so 5, 6 mitnehmen. Wir müssen dann die Fische alle wieder eintüten. Und ich würde die Fische, glaube ich, gleich schon mitnehmen. Also ich glaube nicht, dass ich erst den eintüte und dann die Fische hole, weil wenn der erstmal aggro war und mal beschossen wurde, habe ich manchmal den Eindruck, dass die dann despawnen, vor allem wenn sie eingesperrt sind. Deswegen, also erst einsperren, dann die Fische holen, ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Gut, aber ich würde sagen, dass wir müssen erstmal hier mein Dingens ausmachen. Ja, ist gut, mach aus. Dass wir an dieser Stelle fürs Erste wieder zu Ende sind mit dieser Folge. Und ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao.